Ja, lieber Kunde, ich möchte Sie heute von dem wahrscheinlich individuellsten Display-System der Welt überzeugen, und zwar unserem Clip Modular. Clip Modular besteht immer aus einer Panel, einer Stange und den Verbindern, den sogenannten Clips. Die Stange wird ganz einfach ans Panel angeklippt. Wir haben über 650 verschiedene Elemente, aus denen Sie, lieber Kunde, völlig individuell und frei Ihren eigenen Informationscounter, Ihren Promotion-Stand oder Ihren kompletten Messestand gestalten können. Die Paneele gibt es in unterschiedlichen Formen. Wir haben gerade Paneele, wir haben schräge Paneele, wir haben runde Paneele, gewölbte Paneele und wir haben das Ganze in unterschiedlichen Größen. Das heißt, wir sprechen beim kleinsten Maß von 25x25 und vom größten 1m x 2m. Sie haben insgesamt 7 verschiedene Farben, aus denen Sie ganz individuell Ihre eigene Farbgestaltung wählen können. Ich möchte Ihnen nun zeigen, wie Sie ganz einfach aus diesen wenigen Teilen, die wir hier dabei haben, einen wunderschönen Informationsstand bauen können. Wir nehmen als allererstes unser Bodenpanel, gekennzeichnet durch die Bodenleisten. Bodenleisten dienen dafür, um das Panel vor mechanischen Einflüssen zu schützen. Das heißt, wenn wir Steine auf dem Messeboden haben oder eben auch vor Schmutz und vor Feuchtigkeit. Wir stellen die Bodenpaneele auf, im rechten Winkel zueinander und klippen sie einfach an die Stange fest. So erhalten wir eine einfache, aber schnelle und stabile Verbindung, die wir individuell um 180 Grad frei bewegen können, ganz angepasst an die Begebenheiten auf Ihrem Messestand. Gerade für Sie als Aussteller oder als Messebauer ist natürlich ein Faktor ganz entscheidend und ganz relevant, und das ist das Gewicht. Ich möchte Ihnen da als kleine Demonstration mal eine dieser Paneele in die Hand geben, dass Sie sich mal überzeugen können, wie leicht dass dieses Panel ist und wie schnell und unkompliziert der Bauprozess damit ist. Um in die Höhe zu bauen, nehmen wir uns die nächste Stange und schrauben die ganz einfach auf die bestehende Stange auf. So haben wir die Möglichkeit, bis zu einer Höhe von 5 Metern schnell und einfach zu bauen. Nehmen wir das nächste Panel, setzen das Ganze an, knipsen das fest. Nehmen uns noch ein drittes, nehmen wir jetzt wieder die blaue Seite nach vorne, damit wir ein bisschen Abwechslung haben, setzen das Ganze an und klipsen das fest. Um jetzt hier die Stabilität noch vollends zu gewährleisten, nehmen wir eine weitere Stange, auch diese wird wieder angesetzt und festgeklippt. Das gleiche machen wir nun auf der anderen Seite, auch da wieder als allererstes ein Panel aufsetzen und festklipsen. Jetzt brauche ich das, was ich Ihnen gegeben habe. Herzlichen Dank. Auch da ansetzen und festklippen. Sie sehen, wir haben jetzt innerhalb von wenigen Handgriffen eine wunderschöne Informationstafel errichtet. So. Eine wunderschöne Informationstafel gebaut. Jetzt werden Sie mir recht geben, sagen, eine Tafel sehe ich. Wo ist jetzt die Information? Dazu kommen wir gleich. Und zwar haben wir da Forex-Platten. Wir sprechen von 3 mm starken Forex-Platten, die kaschiert bedruckt sind. Die Grafik wird um die Kanten herumgelegt. Und auf der Rückseite haben wir Klettpunkte, die es uns ermöglichen, diese Grafik frei von jeder Rasterung auf unserer Informationswand, auf unserem Messestand, auf unserem Counter, auf unserem Tresen anzubringen. Wie gesagt, frei von jeder Rasterung. Sie haben die Möglichkeit, die Grafik über den Rand hinaus zu befestigen. Sie haben die Möglichkeit, die Grafik von hinten auch an den Stand zu befestigen und ihn beidseitig zu benutzen. Und Sie haben die Möglichkeit, sogar über die Stange hinweg zu gehen. Das heißt, wir bieten Ihnen mit diesem Clip-Modular-System die Möglichkeit einer vollflächigen Grafikverkleidung, ohne dass Sie Stangen oder Teile des Messestandes sehen, sondern Sie können die komplette Fläche für den Markenauftritt und für die Präsentation Ihres Unternehmens nutzen. Ich hatte Ihnen eingangs erzählt, wir sprechen hier von dem wahrscheinlich individuellsten Display-System am Markt. Viel Individualität haben Sie bisher
noch nicht, habe ich Ihnen noch nicht zeigen können. Dazu möchte ich Sie jetzt möchte ich Sie überzeugen. Und zwar bauen wir jetzt aus dieser Informationswand einen Counter. Dazu nehme ich die Stangen ab, nehme auch die Paneele ab, das brauchen wir nicht mehr. Dieses Panel stelle ich mir zur Seite. Die Stangen bekommen Sie können Sie auch in individuellen Farben gestalten. Lasse ich Ihnen gerne im Nachgang noch eine Aufstellung zukommen, welche Farben das wir da anbieten. Auch bei den Clips ist es so, auch da bieten wir individuelle Farben an. Sie sehen, sagt auch der Name schon, der komplette Messestand dreht sich eigentlich um diese Clips. Das ist der Dreh- und Angelpunkt unseres kompletten Modularsystems. Sollte es so sein, dass Ihnen so ein Clip mal abbricht, Sie haben lebenslange Garantie. Gesetzgeber sagt ganz klar, lebenslang 30 Jahre. Das heißt, sollten Ihnen in den nächsten 30 Jahren so ein Clip kaputt gehen, können Sie einfach bei uns anrufen, bekommen Sie Ersatz von uns, können Sie auch selber tauschen, sind zwei Kreuzschrauben, einfach die defekten Clip abschrauben, neuen Clip ansetzen, festschrauben, fertig. So. Jetzt habe ich mit einem weiteren dritten Element einen sogenannten Sternstand gebaut. Der Sternstand, wenn wir uns jetzt vorstellen, wir haben 1 Meter breite Paneel, können wir also auf einer Fläche von 2 Quadratmetern 6 Informationswände bauen. Wenn wir ein viertes Element als Kreuz mit anbauen, können wir sogar 8 Informationsflächen individuell gestaltet auf kleinstem Raum präsentieren. Wir haben natürlich noch mehr Formen. Wir können hier ganz einfach auch einen Paragon errichten, indem ich 4 Elemente in Zickzack-Formation aneinander klippe. Sie haben natürlich auch die Möglichkeit, einen sogenannten Eckstand zu errichten. Hier können wir sogar, indem wir ein Panel einklippen und ein Türelement mit einklippen, sogar eine Kabine in den Messestand fest mit integrieren. Sie haben die Möglichkeit, einen Reihenstand zu bauen, die Möglichkeit, einen Informationsstand zu bauen. Wenn wir jetzt unseren Counter mit vorne mit Counter vorstellen, haben wir einen optimalen Messeauftritt. Oder aber wir nehmen uns die vierte Stange zu Hilfe und bauen eine Säule. Ich hatte es vorhin schon erwähnt, wir können Höhen bis zu 5 Meter realisieren. Das heißt, wir können hier eine 5 Meter hohe Säule auf den Messestand bauen und haben natürlich eine optimale Weitenwirkung. Auch den Counter hatte ich jetzt schon mehrfach angesprochen, möchte ich Ihnen auch kurz zeigen, wie wir den bauen. Dafür haben wir die sogenannten Tischleisten. Diese Tischleisten setzen Sie einfach an und drücken Sie aufs Panel. Sie sehen, ich brauche weder einen Hammer, noch Schrauben, noch sonstiges Werkzeug. Sie sind einfach aufgesteckt und im Anschluss wird die Tischplatte, in dem Fall eine silberne Platte, gibt es auch noch in Schwarz und in Buche, wird einfach aufgelegt. Und schon haben wir einen Counter. Diesen Counter können Sie natürlich auch wieder vollflächig verkleiden, mit Grafik verkleiden. Sie haben die Möglichkeit, wenn Sie sagen, na, ich möchte jetzt lieber eine überstehende Tischplatte, gibt es auch die Möglichkeit, eine überstehende Tischplatte an diesen Counter mit anzubringen. Sie haben die Möglichkeit eines Türelementes, ein sogenanntes Schrankpanel mit einzubinden. Sie haben die Möglichkeit, verschiedene Höhen, verschiedene Breiten, verschiedene Tiefen damit zu realisieren. Und vor allem, es ist natürlich auch ein sehr stabiles und standfestes Messestandsystem. Das möchte ich Ihnen ganz gerne demonstrieren. Was halten Sie davon?